Okay, also gut. In der folgenden Stunde wird euch Larsen durchs Programm führen. Larsen steht für Labor zur Analyse sozialer Netzwerke und wir bestehen aus Informatikern, aus Geisteswissenschaftlern und aus Medienkünstlern. Das Projekt ist entstanden aus dem Institut für postdigitale Narrativität hier an der HFG unter Michael Belitzky. Und wir setzen uns kritisch mit Social Media Diensten auseinander. Wir generieren Studien und Projekte zu dem Thema und sehen unsere Aufgabe in der Sensibilisierung von Usern und im Aufdecken der wahren Intentionen der Social Media Dienste. Ich bin Silvia, ich habe mich mit Informationsethik und mit dem Begriff der Privatheit auseinandergesetzt und werde euch da eine kleine Einführung geben. Informationsethik, Ethos, kommt erstmal aus dem Griechischen und bedeutet Gewohnheit, Sitte, Brauch. Das Ethos eines Menschen oder einer Gruppe beruht auf einer Menge von Werten, deren Handeln gesteuert wird dadurch und meint die gemeinsame Klammer des normativen Verhaltens innerhalb von einer Gruppe. Joachim Ritter, das war ein deutscher Philosoph aus dem 20. Jahrhundert, hat den Begriff geprägt, das Ethos der Schweine ist der Stall. Und er meint damit, dass sich eben nur in diesem Stall die Schweine so entwickeln, wie das in einem Stall eben zu sein hat. Und auf einer freien Weide wird sich so ein ganz anderes Ethos herausbilden. Also wo man sich befindet, das ist eben die Voraussetzung dafür, in was für einer Welt man lebt und wie sich die Verhaltensregeln daraus herausbilden. Man kann also sagen, dass das Ethos der Informationsgesellschaft das Internet ist. Die elektronischen Räume sind damit die Umgebungen, in denen wir uns bewegen und aus denen wir auch unser intellektuelles Leben heraus reproduzieren. Hierbei wird unsere eigentliche natürliche Umgebung umgänzt, also diese materielle, physische Umgebung, in der wir leben. Zum Teil wird sie sogar ersetzt. Und das gilt auch für materielle Güter und Ressourcen. Und der sogenannte Cyberspace ist also eine intellektuelle Lebenswelt für sich. Dass hierfür eine neue Ethik, eine Informationsethik notwendig ist, das zeigt sich vor allem an dem großen Widerspruch, den wir in der gegenwärtigen Informationsgesellschaft erleben, nämlich dass einerseits der Umgang mit Wissen so frei und so freizügig sein könnte, wie er nie zuvor war, aber andererseits im kommerziellen Anspruch völlig eingeschränkt und kontrolliert zu werden droht. Außerdem besteht ein Bedarf nach dem Konstrukt, dem gedanklichen Konstrukt einer Ethik, auch wenn das normative Verhalten eben nicht eindeutig ist. Will heißen, wenn Konflikte dadurch entstehen, dass unterschiedliche Parteien sich auf unterschiedliche normative Verhaltensweisen abstützen, also zum Beispiel Konflikte zwischen Wirtschaft und Datenschützern genau und der Umgang mit Daten oder der Umgang mit Wissen, was ich ja eben schon genannt hat. Auch der Begriff der Privatheit, der Privatsphäre oder Englisch Privacy spielt in der Informationsethik eine entscheidende Rolle. Und es haben sich schon etliche Institutionen mit dem Begriff, mit dem ethischen Begriff der Privatheit auseinandergesetzt. Und es wurden auch schon etliche Richtlinien dazu erarbeitet. Ich stelle euch mal kurz ein paar vor. Einmal wäre da zu nennen die Charta der Bürgerrechte für eine nachhaltige Wissensgesellschaft. Die entstand zum Weltgipfel der Informationsgesellschaft in Genf 2003. Und einer der Punkte in dieser Charta sagt eben, Privatheit zählt zu den Grundlagen und Voraussetzungen selbstbestimmter Lebensgestaltung und von Menschen. Sie zu schützen liegt im vitalen Interesse demokratischer Staaten, einer auf Selbstverantwortung der Menschen beruhenden Gesellschaft, sowie einer auf Vertragsfreiheit und Wettbewerb, Selbstbestimmung basierenden Wirtschaftsordnung. Genau. Auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat den Begriff der Privatheit schon mit in der Konstitution von 1949 ist es schon. Niemand, also Artikel 12, niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. Dann die Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Artikel 7 sagt, jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihrer Kommunikation und Artikel 8, zitiere ich jetzt nicht, aber Artikel 8 garantiert den Schutz personenbezogener Daten, wird hier wohl nicht unbekannt sein wahrscheinlich. Und auch schon die Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data, auch eine Richtlinie, die durch den Europarat 1981 entstanden ist. Und die hat in ihrer Präambel schon stehen, It is desirable to extend the safeguards for everyone's rights and fundamental freedoms and in particular the right to the respect for privacy. Genau.
Man kann also sagen, dass über Privacy oder Privatheit ein Raum oder eine Privatsphäre eben reklamiert wird, den jeder Mensch für sich definiert und über den er auch entsprechend frei verfügen kann. Und dieser eigentlich physische Raum erweitert sich eben in der Informationsgesellschaft in so einen elektronischen virtuellen. Aber auch dieser elektronisch-virtuelle Raum ist immer noch ein lokaler Raum, ebenso wie dieser physische Raum. Aber mit Raum ist über diese lokale Bedeutung hinaus eben auch ein Spielraum für Entscheidungen und für selbstbestimmtes Handeln zu verstehen. Beate Rössler, eine zeitgenössische Philosophin an der Universität Amsterdam, spricht hier von, Zitat, geschützter Handlungs- und Verantwortungssphäre, die den Individuen Handlungs- und Verantwortungsdimensionen sichert, in denen sie von Entscheidungen und Beeinflussungen einer staatlichen oder gesellschaftlichen Öffentlichkeit unabhängig agieren können. Und für Rössler hat in liberalen Gesellschaften, in demokratischen Gesellschaften, das Private eben auch, was ihr sehr wichtig ist, die Funktion, ein autonomes Leben zu ermöglichen und auch zu schützen. Sie hat einen Text geschrieben, ein Buch veröffentlicht, Der Wert des Privaten. Und hierin macht sie eben klar, dass der besondere Fokus auf dieser Verbindung, auf dieser gegenseitigen Wechselwirkung von Privatheit und Autonomie liegt. Sie macht auch klar, dass die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat konstitutiv ist für den Liberalismus und somit für die Demokratie, für unser Rechtssystem, denn darin birgt sich laut Rössler maßgeblich der Gedanke des Schutzes der individuellen Freiheit. Sie führt ein paar ältere Definitionen von Privatheit aus und macht an denen klar, dass die für die heutige Bedeutung des Sachverhalts, also insbesondere unter dem Einfluss der Informationsgesellschaft, nicht mehr ausreichend bzw. nicht mehr differenziert genug sind, also dass sie nicht mehr genug Unterscheidungen treffen. Die älteste Definition von Privatheit ist das Right to be left alone. Das wurde definiert von Warren und Brandeis, das war um 1890. Die haben das herausgearbeitet, da ging es hauptsächlich um Zeitungsartikel. Aber das eröffnet zum Beispiel keine Unterscheidung zwischen Freiheits- und Privatheitsansprüchen. Ruth Gavison, das ist auch eine Philosophin, eine amerikanische, hat um 1980 gesagt, an individual enjoys perfect privacy when he is completely inaccessible to others. Und diese Definition erklärt das Private zwar über den Zugang, ist nach Rössler aber trotzdem immer noch ein unvollständiger Ansatz, weil das Moment der Kontrolle fehlt. Also ich erkläre das mit der Kontrolle kommt noch. Und Charles Fried hat 1968 gesagt, auch ein amerikanischer Philosoph, Privacy is the control we have over information about ourselves. Hier ist also das Moment der Kontrolle drin, aber die anderen Momente, die anderen Bestandteile fehlen hier. Hier geht es eben nur um die Kontrolle. Rössler fasst es zusammen und definiert es nochmal neu. Als privat gilt etwas dann, wenn man selbst den Zugang zu diesem Etwas kontrollieren kann. Umgekehrt bedeutet der Schutz von Privatheit dann einen Schutz vor unerwünschtem Zutritt anderer. Zugang oder Zutritt kann hier sowohl die direkte, konkret physische Bedeutung haben, es kann jedoch auch metaphorisch gemeint sein, in dem Sinn, dass ich Kontrolle darüber habe, wer welchen Wissenszugang zu mir hat, also wer welche relevanten Daten über mich weiß. Und in dem Sinn, dass ich Kontrolle darüber habe, welche Personen Zugang oder Zutritt in Form von Mitsprache oder Eingriffsmöglichkeiten haben bei Entscheidungen, die für mich relevant sind. Das Gewicht dieser Definition liegt auf der Kontrolle, auf der des unerwünschten Zutritts und damit nicht auf der Idee der Trennung zwischen einem einzelnen Individuum auf der einen Seite und einer Öffentlichkeit aller anderen auf der anderen. Genau. Rössler macht auch klar, dass dadurch, dass Personen immer mehr dazu bereit sind, für andere Güter ihre Privatsphäre zu reduzieren, bestimmte Bereiche von einem selbstbestimmten Handeln als weniger relevant angesehen werden, als weniger zentral und auch als weniger konstitutiv für ein gelungenes Leben. Und das bedeutet auch einen Verzicht darauf, unbeobachtet, unidentifizierbar und nicht zugänglich zu sein. Das aber trifft die Idee der Demokratie, die Wertvorstellungen der Demokratie, denn Demokratie ist auf eine Bevölkerung angewiesen, die sich als autonom versteht und diese Autonomie auch schätzt. Genau, so viel zu Rössler. Rössler erwähnt auch Foucault, auf den ich auch noch kurz eingehe, und zwar in Hinsicht auf das Panoptikum. Das Panoptikum ist eigentlich von Jeremy Bentham, das sieht so aus. Genau, hiermit lässt sich übrigens auch wieder der Kreis zur Informationsethik schließen, weil Jeremy Bentham war ein Philosoph des 18. Jahrhunderts, 18. bis 19. Jahrhundert,
der Begründer des klassischen Utilitarismus war. Utilitarismus ist eine Ethiktheorie, die den größtmöglichen Nutzen für die Gesellschaft in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Genau. Ich erkläre mal kurz, wie man sich dieses Panoptikum vorzustellen hat. Wie gesagt, hier ist das Bild dazu. Und ich weise mal darauf hin, also ihr könnt mal so im Hintergrund an Facebook denken. Ich werde da jetzt nicht allzu direkt drauf eingehen, aber behaltet es mal im Hinterkopf. Ich zitiere hier aus Foucault. Das Panoptikum ist ein ringförmiges Gebäude, in der Mitte ein Turm, der von breiten Fenstern durchbrochen ist, welche sich nach der Innenseite des Ringes öffnen. Das Ringgebäude ist in Zellen unterteilt, von denen jede durch die gesamte Tiefe des Gebäudes reicht. Sie haben jeweils zwei Fenster, eines nach innen, das auf die Fenster des Turms gerichtet ist, und eines nach außen, sodass die Zelle auf beiden Seiten von Licht durchdrungen wird. Es genügt demnach, einen Aufseher im Turm aufzustellen und in jeder Zelle einen Irren, einen Kranken, einen Sträfling, einen Arbeiter oder einen Schüler unterzubringen. Vor dem Gegenlicht lassen sich vom Turm aus die kleinen Gefangenen-Silhouetten in den Zellen des Ringes genau ausnehmen. Die panoptische Anlage verschafft Raumeinheiten, die es ermöglichen, ohne Unterlass zu sehen und zugleich zu erkennen. Das Prinzip des Kerkers wird umgekehrt, genauer gesagt von seinen drei Funktionen, Einsperren, Verdunkeln und Verbergen, wird nur die erste aufrechterhalten. Die beiden anderen fallen weg. Die Sichtbarkeit ist eine Falle. Genau, also das war Foucaults Beschreibung von dem, was Bentham schon 100, 200 Jahre früher erschaffen hat. Das Bild hier ist tatsächlich ein ehemaliges kubanisches Gefängnis, das nach diesem Prinzip genau gebaut wurde. Das war in den 1920er Jahren, und das war auch tatsächlich ein paar Jahre lang in Benutzung. Und man konnte eben von dem Turm aus in sämtliche Zellen eingucken, weil die von beiden Seiten eben von Licht durchflutet waren, wie ich eben vorgelesen habe. Hier unten auf dem Boden, das war die Duschreihe, also auch beim Duschen waren sie immer unter ständiger Beobachtung. Genau, das ist dieses Banthamsche Konstrukt. Und Bentham von Optikum tut mit seinen Insassen im Prinzip genau das, was Rössler eben den Menschen vorwirft, freiwillig zu tun, nämlich mittels einer konstanten Beobachtung, einer konstanten Beobachtbarkeit die Kontrolle abzugeben. Der Zugang zur eigenen Privatsphäre steht somit völlig offen, und auch die Kontrolle darüber, wem der Zugang offen steht, ist völlig obsolet, also ist echt hinfällig. Genau. Abschließend noch ein letztes Foucault-Zitat. Das panoptische Schema ist dazu bestimmt, sich im Gesellschaftskörper auszubreiten, ohne irgendeine seiner Eigenschaften aufzugeben. Es ist dazu berufen, im Gesellschaftskörper zu einer verallgemeinerten Funktion zu werden. Genau. Als verallgemeinerte Funktion im Gesellschaftskörper lässt sich Facebook wahrscheinlich auch in gewisser Art und Weise sehen. Und damit beende ich dann auch meine Ausführungen. Eben mit dem Denkanstoß, inwiefern Benthams Panoptikum sich als prophetischen Ausblick auf die heutige Informationsgesellschaft vielleicht deuten lässt. Genau, mit Denkanstößen und Fragestellungen geht es hier aber weiter. Und ich gebe ab an Jan, der sich mit Facebook und mit Cyborgs befassen wird. Danke schön. Hallo miteinander. Mein Name ist Jan Straube, ich bin Student der Geisteswissenschaften und möchte heute ein paar Fragen zu Facebook aufwerfen. Ich werde sie nicht alle beantworten. Ich möchte in erster Linie ein Bild von Facebook entwickeln und stehe mit diesem Ansatz noch am Anfang. Am Ende des Vortrags ergeben sich drei Thesen. Welche Fragen kann man an Facebook stellen? Da Facebook inzwischen von vielen benutzt wird, kann man Fragen folgender Art stellen. Welchen Einfluss hat Facebook auf die Wirtschaft, die Politik oder sonstige Bereiche? Natürlich gibt es auch den großen Komplex Datenschutz. Wie sicher sind meine Daten? Wer hat Zugriff? Werden sie verarbeitet? Und wie werden sie verarbeitet? Ein weiterer Komplex von Fragen dreht sich um die Wechselwirkung. Verändert uns Facebook unseren Alltag oder unseren Umgang mit anderen Menschen? Und weitergedacht, strukturiert Facebook vielleicht sogar Informationen oder verändert es unser Denken? Zunächst möchte ich ein paar Worte zum Thema Einfluss oder Macht verlieren und dazu ein paar Fakten. Kürzlich ging durch die Medien, dass Facebook an der Börse 100 Milliarden Dollar wert sein könnte. Gerüchteweise soll Facebook nächstes Jahr an die Börse gehen. Das Interessante an dieser Zahl ist, dass der Gewinn im Jahr 2010 gerade mal bei 1 Milliarde Dollar lag, was im Verhältnis zu dem geschätzten Börsenwert das Hundertfache ist.
Weltweit sind die Nutzerzahlen steigend, wenn auch langsamer als bisher. So gab es letztes Jahr in der Regel 20 Millionen neue User pro Monat, im Mai und Juni diesen Jahres nur 12 bzw. 14 Millionen neue. Diese Zahlen beruhen jedoch lediglich auf der Messung der Reichweite der geschalteten Werbung, sagen also nicht direkt etwas über das Gesamtwachstum aus. Die Werbung ist jedoch, wenn nicht der, so doch einer der wichtigsten Faktoren in Facebook. Die Zahlen sind nicht eindeutig, denn die genannten Zahlen stammen von Inside Facebook, was nicht Facebook direkt ist. Es gibt unterschiedliche Zahlen je nach Quelle. Und es ist natürlich verständlich, wenn Facebook solche Analysen oder Meldungen relativieren möchte, falls der Börsengang tatsächlich geplant ist. Es gibt weltweit 687 Millionen Nutzer. Das bedeutet, dass etwas mehr als ein Drittel aller Menschen mit Internetzugang einen Account bei Facebook hat. Diese Zahlen sind die Grundlage für den politischen Einfluss. Man denkt hierbei vielleicht zuerst an die sogenannte Facebook-Revolution, meiner Meinung nach ein äußerst fragwürdiger Begriff. Ich möchte allerdings an zwei anderen Beispielen aus jüngster Zeit Facebooks Verhältnis zur Macht erläutern. Barack Obama. Facebook und andere soziale Medien spielten für seinen Wahlkampf eine zentrale Rolle. Am 20. April hielt er eine Gemeindeversammlung in der Facebook-Zentrale in Palo Alto in Kalifornien. Und da ein Zitat des amerikanischen Präsidenten gerichtet an Mark Zuckerberg bzw. an Facebook allgemein: Was Sie hier aufgebaut haben, revolutioniert die Art und Weise, wie Menschen an Informationen kommen, wie sie Informationen verarbeiten, wie sie miteinander in Kontakt treten. Historisch betrachtet sind Sie Teil dessen, was eine gute Demokratie ausmacht. Rund einen Monat später, am 24. und 25. Mai, fand das EG8-Forum statt. Frankreichs Präsident Sarkozy lud unter anderem Eric Schmidt und Mark Zuckerberg hierzu ein. Und die Nähe zum G8-Gipfel ist nicht nur zeitlich und räumlich, sondern auch inhaltlich. Die Ergebnisse des Forums wurden beim G8-Gipfel vorgelegt. In diesem kleinen Rahmen kann vielleicht die folgende These Facebooks Verhältnis zur Macht charakterisieren: Die Machthaber der westlichen Welt suchen die Nähe zum größten Medium unserer Zeit. Ich möchte mich nun dem Komplex Datenverarbeitung zuwenden, zunächst unter der Frage, was geschieht mit den Daten. Zum Beispiel folgendes: Seit 2007 gibt es den von Facebook selbst herausgegebenen Facebook Happiness Index, der anhand der Wörter in den Statusmeldungen die Stimmung der User ermittelt. Umfangreiche Daten in dem Sinne, dass es sehr viele sind, lassen vermuten, dass dieser Index repräsentativ ist. Allerdings wirkte sich zum Beispiel Fukushima nicht auf die Stimmung aus. Das ist erstmal ziemlich kontraintuitiv. Über den Repräsentationsgehalt dieser Datenverwertung lässt sich also streiten. Der angesprochene Umfang der vorhandenen Daten ist jedoch ziemlich interessant für die empirische Sozialforschung, also Soziologen und Psychologen, die nicht von Facebook beschäftigt werden. Und ich zitiere hierzu aus der Zeit: Aber lernen die Forscher dabei tatsächlich etwas über den Menschen oder nur darüber, wie die sich darstellen? Ist das Verhalten in sozialen Netzwerken tatsächlich authentisch oder schaffen sich die Beteiligten eine künstliche Identität, die mit ihrem Offline-Verhalten nur wenig zu tun hat? Die Ansicht, der Benutzer erschaffe auf den Seiten ein geschöntes, idealisiertes Bild seiner selbst, war in den vergangenen Jahren weit verbreitet, doch inzwischen gewinnt die Gegenthese an Boden, dass wir unsere Persönlichkeit einfach auf die sozialen Netze ausdehnen. Zeige mir dein Facebook-Profil und ich sage dir, wer du bist. Dies ließ sich auch in einer empirischen Studie zeigen. Qualitativ wird diesen Daten also eine hohe Relevanz zugesprochen. Ein Problem stellt sich jedoch für die, nennen wir sie, unabhängigen Forscher, an die Daten zu gelangen. Sie versuchen das mittels Apps, denen man zustimmen muss. Sobald jedoch Menschen aus einer Zielgruppe nicht zustimmen, sind die dort gesammelten Daten nicht mehr repräsentativ. Facebook selbst stellt sich dieses Problem natürlich nicht. Es beschäftigt das Facebook Data Team, eine Gruppe von 15 Soziologen bzw. Statistikern unter der Leitung von Cameron Marlowe. Von ihnen stammt der Facebook Happiness Index. Es gibt auch viele weitere Versuche, anhand von Inhalten sozialer Netzwerke Prognosen zu treffen. Zum Beispiel kann anhand von Tweets gezeigt werden, ob ein Kinofilm Erfolg haben wird.
allerdings erst am Tag vor der Premiere. Außerdem gibt es Studien in Richtung Finanzmärkte, also ob es eine Korrelation zwischen sozialen Netzwerken und der Börse gibt. Dazu wird Martin etwas erzählen. Ja, auch unter anderem. Also kleines Zwischenfazit, den Daten in sozialen Netzwerken wird ein hoher Wert zugesprochen. Problematisch ist hierbei der Zugang. Bevor ich nun an Martin weitergebe, möchte ich zum Schluss meines kleinen Vortrags noch einige Thesen von Amber Case erläutern. Es geht hier um die Frage der Wechselwirkung auf uns als Menschen. Case bezeichnet sich selbst als Cyborg-Anthropologin. Ihre These lautet, auf den Punkt gebracht, wir sind Cyborgs. Ich zitiere aus einem Interview mit ihr. Jedes Mal, wenn sie auf Akte, man hat ein zweites Selbst online, das sich zum Beispiel an der Facebook-Pinnwand manifestiert. Der zweite Aspekt ist auch technologischer Natur. Case begreift Handys als technosoziale Wurmlöcher. Durch diese Werkzeuge findet Compression of Time and Space, also eine Verdichtung von Raum und Zeit, statt. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und diesen Aspekt als Überwindung von Raum und Zeit bezeichnen, denn wir können unabhängig von Raum und Zeit mit anderen Menschen kommunizieren. Wir können uns jederzeit verbinden mit jedem, den wir wollen. Case zieht aus der These, dass wir zwei Selbste, das Physische und das Mentale, haben, den Schluss, dass der moderne Mensch zweimal erwachsen werden muss. Es ist meines Erachtens ziemlich schwierig, bei einer Person von zwei Selbsten zu sprechen, da die philosophischen und psychologischen Fragen, die sich an eine solche These anschließen, den Personenbegriff verändern. Außerdem erinnern wir uns an die Passage aus der Zeit, dass wir unsere Persönlichkeit einfach auf die sozialen Netze ausdehnen. Allerdings macht diese These klar, dass wir in unserer heutigen Welt in zwei Bereichen handeln, physisch und virtuell. Ich möchte die genannten Aspekte jetzt noch einmal zusammenfassen. Facebook ist das größte Medium unserer Zeit und damit auch von politischer Relevanz. Auch für Wissenschaftler ist Facebook interessant, da sich in diesem Medium empirische Daten finden, zu denen es nichts qualitativ Vergleichbares gibt. Und der dritte Aspekt, es ist eine offene Frage, wie sich digitale Medien auf uns als Menschen auswirken. Fest steht jedoch, dass die Technik uns in gewisser Weise erweitert, was zunächst wertneutral ist. Zur Frage, welche Wechselwirkungen Facebook auf unsere Real-Life-Freundschaften hat, ein Zitat von Mark Zuckerberg, womit ich abschließen möchte. Facebook hilft, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die wir auch im echten Leben kennen, mehr nicht. Wer glaubt, dass jeder Facebook-Kontakt ein Freund ist, der weiß nicht, was Freundschaft bedeutet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Okay, ich bin Martin, ich bin eher Informatiker und deshalb, bevor ich jetzt irgendwie so ein bisschen mit dem ganzen geisteswissenschaftlichen Teil breche und so ein bisschen technischer werde, wollte ich eigentlich nochmal anstoßen an das, was du eben genannt hattest, und zwar die Twitter-Geschichte. Das war vor einem Jahr etwa. Das war an der LMU in München. Da hat ein Lehrstuhl eine ganz witzige Sache veröffentlicht. Und zwar, dass sie es geschafft haben, mittels Analyse von Twitter-Daten den Aktienmarkt vorherzusagen im Grunde. Und zwar um 3 Monate verschoben in die Zukunft mit 85% statistischer Genauigkeit. Also im Grunde echt gefährliches Zeug. Die haben es auch sofort veröffentlicht. Und ging ein großer Aufschrei los, von wegen, oh, das ist möglich, ist ja interessant. Bis dann 2 Monate später Twitter gesagt hat, Leute, das machen wir schon seit einem Jahr. Und übrigens, hier sind unsere Forschungsergebnisse und wir können das viel, viel besser. Also echt, jetzt weiß man, wo das Modell hinter Twitter steckt. Also 3 Jahre lang haben sie nicht erzählt, was sie machen wollen. Und jetzt stellt man plötzlich fest, okay, gut, da gibt es tatsächlich ein Monetarisierungsmodell. Es sieht nur ein bisschen anders aus, als man es sich vorher dachte. Okay. Ich habe ja schon gesagt, ich bin so ein bisschen technischer eigentlich und eigentlich will ich mit so einer ganz kleinen Geschichte starten, die jetzt erst vor ein paar Tagen aufgefallen ist, beziehungsweise in die ich so ein bisschen hereingetreten bin, und die lautet Sextreff Baden-Württemberg. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, fand ich auch, als ich am 19.06. um 0 Uhr, also eigentlich nicht um 0 Uhr, sondern um 9 Uhr in mein E-Mail-Postfach geguckt habe und das da drin fand. Weil ich dachte mir, okay, gut, ich habe damit jetzt nicht so viel zu tun, aber ist ja interessant. Cool. Was soll das? So, es kommt von Facebook. Also, es ist irgendwas Gruppenmäßiges. Warum? Hä? Keine Ahnung. Was soll das? Und irgendwann habe ich festgestellt, okay, ich glaube, ich wurde in eine Gruppe eingeladen.
beziehungsweise nicht eingeladen, sondern einfach automatisch hinzugefügt. Wir fragen gar nicht mehr nach, wir fügen nicht einfach hinzu. Die Gruppe sieht so aus. Sextreff, BW, Swing und andere Schweinereien. Ich dachte mir, gut, lustig. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was draus wird. Letztendlich fanden das andere, die da waren, nicht ganz so cool. Als ich drauf geschaut habe, das war noch 9 Stunden, waren noch 100 Leute drin. Es wurden insgesamt 200 Leute eingeladen. Das war von einer Person initiiert. Und die Person ist eigentlich ein Freund von mir. Ich fand es ein bisschen seltsam. Ich fand es auf jeden Fall lustig. Es war eine lustige Aktion. Ich dachte mir, ich muss das hier unbedingt einbauen. Vor allem auch wegen der Fragestellung, die sich für mich daraus entwickelt hat. Und zwar nicht nur erstmal, was soll das, sondern einfach, warum geht das überhaupt? Also sollte man das nicht vielleicht unterbinden? Weil die Frage ist, kann ich mich überhaupt dagegen wehren? Nö. Sorry. Ist das überhaupt öffentlich? Und, ja. Du kannst nichts dagegen machen, aber wir veröffentlichen es einfach über dich. So, okay, gut. Finde ich jetzt ein bisschen, also in der Hinsicht fand ich es lustig und fanden auch noch andere Leute lustig. Insofern ging das, aber wenn ich jetzt, ich will jetzt nicht in irgendeine, was weiß ich, Nazi-Gruppe oder so, ist einfach uncool, wenn plötzlich alle wissen, dass du Mitglied dieser Gruppe bist und du halt wirklich nichts dagegen tun kannst. Das Einzige, was du momentan dagegen machen kannst, ist zu sagen, ich schaue einfach alle paar Stunden in mein Postfach und krieg sowas mit. Das ist halt einfach, naja, that's not the way I roll, das geht nicht, also sorry. Nice, ja, dachte ich mir. Man sieht es tatsächlich, also es ist wirklich öffentlich. Jetzt in dem Fall, Nicola war die Person, die das ganz clever gemacht hat und einfach mal mitten in der Nacht alle Leute, die er kannte, eingeladen hat, samt seiner Mutter und alles, was irgendwie so in seinem Facebook-Profil an Freunden zu finden war. Seine Oma wollte er nicht einladen. Er hatte auch eine Begründung gehabt, ich kann das vielleicht nicht mehr so wirklich nachvollziehen. Also ich finde es witzig, es ist öffentlich. Es wird zwar nicht auf die Wall gepostet, so von wegen, ist jetzt Mitglied der Gruppe beim Sextreff Baden-Württemberg. Leider nicht. Wäre noch ein bisschen lustiger geworden. Aber man sieht es auf jeden Fall. Man sieht es im Profil. Wenn man mit den Leuten befreundet ist, dann direkt so. Selbst wenn man nicht befreundet ist, sieht man, man ist Mitglied. Er ist auch Teil der Gruppe. Und das ist schon, ja, so ein bisschen fragwürdig. Was ich noch ein bisschen lustiger fand bei dieser ganzen Aktion war, dass die Person, die das gemacht hat, also dieser Nicola, erst alle Leute eingeladen hat, die er kannte. Dann kamen schon die ersten Beschwerden von den ersten Leuten, die es mitbekommen haben. Ey, was soll das? Nimm mich da bitte wieder raus. Und dann dachte er sich, gut, ich bin ja Gruppenadmin und ich kann Gruppenadminrechte auch einfach anderen Leuten übertragen. Hatte also einfach einen Kumpel von ihm, von dem er weiß, dass er so ein- oder zweimal in der Woche auf Facebook schaut, die Adminrechte für die Gruppe gegeben und sich selber als Admin gelöscht. Jetzt kommen bei ihm die Anfragen an, Nico, was soll das? Nimm mich da bitte wieder raus. Und er kann nur sagen, keine Ahnung, war ich nicht. War ich nicht, beziehungsweise ich kann da nichts mehr machen. Ich bin ja nicht der Admin, fragt Ted. Also Ted ist die Person, die das jetzt bekommen hat. Und der reagiert auf gar nichts zurzeit. Also dem kann man auch E-Mails schreiben, der reagiert darauf nicht mehr. Ich glaube auch, der kriegt eine ganze Menge Zeug momentan irgendwie um die Ohren geworfen. Aber fand ich ja eine ganz nette Aktion. Statistisch gesehen fand ich das auch ganz witzig, weil es ging los mit 220 Mitgliedern in der Stunde 0. So habe ich es erfahren. Die hat er eingeladen. Ich habe das nicht direkt gesehen. Ich war in Stunde 9. Ich bin um 9 Uhr morgens aufgewacht, dachte mir so, schaust du mal in das E-Mail-Fach, Postfach und ja, 107 Mitglieder waren noch da. Gut, das ist jetzt erstmal, denkt man sich, schon eine ganze Menge Leute sind da rausgegangen. Also ich finde es erstmal erstaunlich, dass zwischen 0 und 9 Uhr so viele Leute online sind, dass sie tatsächlich in Facebook sich aus irgendwelchen Gruppen austragen. Faszinierend. Aber was ich noch witziger fand, war am Tag 4 waren es noch 66 Mitglieder, Tag 5 65. Das konvergiert. Das ist cool. Also im Grunde, momentan sind es, glaube ich, 64 oder so, es wird nicht weniger. Die Leute bleiben einfach drin. Es ist ihnen entweder egal, sie finden es lustig, oder sie haben einfach noch keine Ahnung, dass sie da überhaupt Mitglied in dieser Gruppe sind und haben anscheinend die E-Mails einfach mal überlesen oder schauen da nicht rein oder interessieren sich auf jeden Fall nicht dafür. Okay, also es funktioniert in irgendeiner Form dann trotzdem. Dummerweise wären es auch nicht mehr, weil die Leute es dann doch nicht so cool finden, dass sie sagen, hey, ich lade alle meine Freunde ein, plus Oma, Opa, Mutter, Vater, Sohn, Tochter, was auch immer. Okay, ja, genau. Ich dachte mir so, Facebook, toll. Hast du wieder gut gemacht. Und die Frage, was soll das? So, warum ist das überhaupt erlaubt? Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Man könnte das so machen, dass man einfach sagt, gut, hier eine Einladung. Du kannst immer noch sagen, ja oder nein. Aber in dem Fall bist du einfach, du bist sofort Mitglied, es ist sofort öffentlich. Was soll der Scheiß? Und die Frage vor allem ist, was war das jetzt überhaupt? Also war das jetzt ein Angriff?
War das jetzt irgendwie Abuse von irgendwas? So, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es nicht technisch. Der Typ hat ja nichts anderes gemacht, als sich zu sagen, hey cool, ich gründe eine Gruppe und lade alle meine Freunde ein. Das ist ja so vorgesehen. Also das funktioniert einfach und er hat nichts wirklich kaputt gemacht. Ganz im Gegenteil. Wobei, um jetzt mal ein bisschen auf das, was Silv im Grunde gesagt hat, darauf einzugehen, die Frage, wem wir Daten zur Verfügung stellen und welche Daten wir da zur Verfügung stellen, das ist hier komplett ausgehebelt worden, weil so plötzlich wissen alle, ich bin Mitglied in dieser Gruppe, was soll das? Im Grunde war es ein struktureller Angriff. Also es wurde nicht technisch das System angegriffen, sondern das System in seiner Struktur angegriffen. Das System ist einfach darauf ausgerichtet, solche Dinge zu ermöglichen, aber es ist nicht so gedacht, dass es prinzipiell Abuse betrieben werden kann, also dass es prinzipiell ausgenutzt werden kann in dieser Form. Und da ist jetzt die Frage, okay, struktureller Angriff, what the fuck, was ist das überhaupt? Also was soll das? Gibt es da jetzt schon mehr dazu oder ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert? Das war jetzt einfach eine dumme Idee, die irgendwie bei zu viel Bier entstanden ist, habe ich mir sagen lassen. Das wird schon seit einer ganzen Weile gemacht, sowas. Und das ist momentan ein ziemlich harter aktueller Forschungsgegenstand von einigen Universitäten, die das machen. Und was man ausnutzt, ist eben die Struktur von so einem Service. Und der wichtige Aspekt dabei ist, dass es kein rein technischer Angriff ist. Im besten Fall ist es überhaupt kein technischer Angriff. Was auch bedeutet, dass man sich einfach nicht zu Schulden kommen lassen kann. Also wenn man sagt, man macht das, es ist nicht so wie bei einem Hacker oder so, wo du wirklich sagst, okay, ich bin da in was eingedrungen, ich habe da was kaputt gemacht, im schlimmsten Fall, sondern ich habe einfach nur das System genutzt, so wie ihr es wolltet. Nur plötzlich habe ich Leuten damit irgendwie Schaden zugefügt in irgendeiner Form. Okay, ich habe ein bisschen geschaut, was gibt es denn da noch so? Um genau zu sein, bin ich vor zwei Jahren schon mal, das war vor einem Jahr, 2010, auf ein Papier gestoßen. Also das erste Beispiel, was ich hier anbringen wollte, das nannte sich A Practical Attack to De-Anonymize Social Network Users. Da ging es darum, das ist ziemlich clever gemacht, das wurde auf Xing angewandt und da wurde, die haben Folgendes gemacht, und zwar haben sie die Browser History im Firefox genommen und haben die durchgescannt nach Gruppenmitgliedschaften im Xing-Netzwerk und haben bei den meisten Leuten ziemlich viel gefunden und konnten anhand der Gruppenmitgliedschaften, also anhand so einer Schnittmengenanalyse feststellen, wer diese Person ist. Also es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, zumindest auf dem Xing-Netzwerk, dass zwei Personen, die im Netzwerk vorhanden sind, gleichzeitig in den gleichen Gruppen sind. Also gleichzeitig Mitglieder der gleichen Gruppen sind. Was bedeutet, okay, wir können Nutzer eindeutig identifizieren darüber, dass wir einfach nur schauen, in welchen Gruppen die eigentlich sind. Das Böse ist bei diesem Angriff, das ist von extern von jeder Webseite machbar. Per JavaScript kommst du in die History rein, schaust einfach, du kommst zwar nicht so weit, dass du tatsächlich sehen kannst, welcher Nutzer ist das, wie ist der Name von dem Nutzer, aber wir sehen alle Gruppenmitgliedschaften, wir scannen einfach einmal kurz über die Datenbank von Xing, die auch öffentlich ist und sehen, okay, der Nutzer fliegt raus, das ist also der Nutzer, mit dem wir es zu tun haben. Das heißt, wir haben ein eindeutiges Identifikationsmerkmal für einen Nutzer, also für den Nutzer dieses Browsers, obwohl der eigentlich gar nichts anderes gemacht hat, als irgendeine Seite besucht hat. Also sprich, ich kriege Namen letztendlich von meinem Benutzer, der auch gerade auf meiner Seite ist, was ehrlich gesagt ziemlich scary ist. Genau, funktioniert einwandfrei. Die haben das über einen Monat oder so getestet an der Universität in Wien und die Ergebnisse wurden dann auch in diesem Paper veröffentlicht und das war echt gefährlich, wie gut das funktioniert hat. Und Xing hat innerhalb von 24 Stunden darauf reagiert, hat die Sicherheitslücke gefixt und das geht nicht mehr. Was eigentlich ganz nett ist. Da dachten die sich, ja, machen wir doch weiter. So, was soll das? Gleiche Personen, fast zwei Namen unterschiedlich. Abusing Social Networks for Automated User Profiling. Da die Frage, gut, was ist jetzt das? Was haben die jetzt da gemacht? Facebook, da gibt es ein tolles Feature. Wenn man oben in der Suchleiste eine E-Mail-Adresse eingibt und auf Enter drückt, kommt eventuell ein Nutzerprofil raus. Also wenn der Nutzer über eine E-Mail-Adresse registriert ist, kommt am Ende ein Profil raus. Also man erfährt einfach zu einer E-Mail-Adresse eventuell, wer ist das? Und die dachten sich, das ist cool, zumindest auf Facebook. Das machen wir doch jetzt einfach mal. Und zwar mit ein bisschen mehr Daten. Also Szenario, Facebook, Userprofile, E-Mail-Adressen. Dummerweise ist es alles öffentlich. Also wir müssen uns ja gar nicht anmelden, um das zu machen. Wir können das einfach öffentlich machen. Und jetzt nehmen wir nicht eine E-Mail-Adresse, sondern halt einfach 10,6 Millionen. Wir haben die mal zufällig gefunden. Und was rausfliegt, sind 1,2 Millionen ausführliche Nutzerprofile. Das heißt, wir schicken 10 Millionen E-Mail-Adressen rein und kriegen plötzlich 1 Million Profile,
öffentliche Nutzerprofile, wo eine ganze Menge drinsteht, vor allem dein Name. Und das Schlimmere ist noch, wir wissen, dass deine E-Mail-Adresse funktioniert. Also für Spammer natürlich eine geile Geschichte. Wir checken einfach mal ganz kurz gegen Facebook, ist die E-Mail-Adresse valid? Können wir die nicht vielleicht verwenden zum Spam? Und Facebook sagt uns, ja, und übrigens, das ist der Name, kannst du auch noch ansprechen, mit Vornamen. Geil, super, super Sache. Funktioniert nicht nur auf Facebook. Wir haben vor 2 Monaten eine andere relativ große Seite, die von sehr vielen Business Professionals genutzt wird, auf eine ähnliche Weise gehackt. Also im Grunde auch genau diese Schwachstelle ausgenutzt. Und da ist es auch im Grunde einfach, letztendlich ist es momentan einfach ein Perl-Skript. Du gibst ihm eine E-Mail-Adresse und es fliegt am Ende ein Name raus und kann ja auch noch sagen, ob du diese Person ansprechen solltest oder nicht, weil es gerade sein Fachgebiet ist. Also echt eine gefährliche Sache. Und ja. Hinweis dazu, das kann man ausschalten auf Facebook, wenn man Geduld hat und die Option findet. Kann man ausschalten. Wer macht das? Das ist das Problem. Du hast es gemacht? Cool. Ich nicht. Okay, gut. Dann jemand, das ist schon Martin Reiche oder so. Nee, so schlimm ist das nicht. Was dachte ich mir dabei? Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Also so alles, was die machen oder was da jetzt gemacht wurde, ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und das Beste ist noch, es ist noch nicht mal illegal. Also was soll das? Lass uns das mal machen. Also lass uns mal selber so einen Scheiß machen. Zumal, wie gesagt, wir haben eine so eine Sache jetzt mal mit ein paar Leuten gemacht vor 2 Monaten. Wo, wie gesagt, große Internetseite, gleiche Sicherheitslücke, man muss ein bisschen JSON-Frickelei machen, aber am Ende fliegt auch genau das Gleiche bei raus. Also man kann E-Mail-Adressen plötzlich zu Namen auflösen und machen wir das doch. Also ich meine, hier sind auch viele kreative Köpfe, ganz bestimmt, und ihr habt jetzt bestimmt total viel Lust, solche Scheiße zu machen. Ich hoffe es. Und ich habe das jetzt schon seit einer Weile, wie gesagt, auch angefangen und fände das total cool, wenn man da einfach ein paar mehr Leute zusammenbekommt, dass man sowas mal zum einen mal durchdiskutieren kann und auch gemeinsam Ideen finden kann. Und manche Sachen sind auch einfach nur in einem gewissen Netzwerk umsetzbar. Und deswegen will ich einfach ein bisschen Leute finden, um sowas tatsächlich zu machen. Das heißt, Call to Action, lasst uns diesen Mist einfach jetzt mal gemeinsam umsetzen und mal ein paar Ideen sammeln. Ich meine, warum nicht? Was haben wir zu verlieren? Gar nichts. Außerdem haben die meisten Leute, die unten sitzen, sowieso Langeweile. Also was soll das? Deswegen habe ich jetzt einfach mal gesagt, gut, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe nicht so viel Stress. Ich setze jetzt einfach mal eine Newsgroup auf, Mailingliste, einfach mal eine Google Group. Denkt man sich jetzt, okay, Attacken über Google zu planen, ist vielleicht keine so gute Idee. Aber ehrlich gesagt, interessiert es doch keinen. Google garantiert, also vielleicht kriegen sie es irgendwann mal mit und dann kann man halt sagen, hey, übrigens, ja, wir haben das sogar über Google gemacht. Also ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Aktion, wenn das dann sogar noch über so einen Service läuft, weil das ja dann im Grunde auch wieder so ein bisschen Abuse von dem Service ist für Abuse. Also so Meta, auf einer Meta-Ebene auch wieder irgendwie gemein ist. Deswegen dachte ich mir, das passt eigentlich ziemlich gut. Plus, man kann auch sagen, okay, gut, geh mal einfach noch mal IRC, in Router Structural Attack auf Freenode, haben wir das Ganze jetzt auch mal, versuchen wir das Ganze jetzt mal aufzubauen und werde ich jetzt auch nachher noch vorhanden sein, hoffe ich, und können wir mal darüber quatschen. Ansonsten, wie gesagt, in dieser Gruppe anmelden wäre schon mal eine coole Sache, wenn ihr Bock darauf habt. Ich kann das zulassen, also das ist momentan, das ist halt komplett closed, das heißt, von außen sieht man gar nichts, man sieht nicht, wer Mitglied ist, man sieht nicht, was da drin geschrieben wurde. Man kann sich einfach anmelden, das landet bei mir, ich sage halt einfach, ist cool, ist okay. Und das heißt, damit bleibt am Ende eine geschlossene Gruppe und kann einfach mal Ideen sammeln und solche Sachen umsetzen. Und ich kann natürlich jetzt nicht einfach sagen, hey Leute, Ideen, los kommt, was soll das? Ja, natürlich ein paar eigene Angriffsszenarien. Und zwar einiges auch schon, ein, zwei Sachen schon gebaut. Und momentan bin ich an einem Ding dran, was ich ziemlich witzig finde. Und Ideen sind immer, okay, kann man irgendwie Identitäten auflösen? Also nicht im Sinne von wie so eine Browsertablette, Identität weg, schlecht. Nein, also kann ich einem Service irgendwas geben, wie beispielsweise eine E-Mail-Adresse und bekomme plötzlich so eine Identität oder am besten noch Personalausweisnummer oder so. Geht das? Funktioniert das? Und kann ich vielleicht spoofen, so tun, ich bin jetzt jemand anders und erzähle jemandem hier so und so, hier, ich mag dich nicht oder so. Oder kann ich nicht so Peer-Group-Attacking, also kann ich nicht irgendwie die Peer-Group von irgendjemandem angreifen. In dem Sinne von diesem Sextreff-Ding war das im Grunde kein Angriff auf mich, sondern ein bisschen Angriff auf meine Peer-Group, weil die jetzt im Grunde, also gut, mir persönlich macht das jetzt nicht so viel aus, aber andere waren sehr erbost, auch in dieser Gruppe, und meinten gleich so, wow, du Arschloch, lass mich da bloß wieder raus. Und ich weiß aber nicht, wie ich selber aus dieser Gruppe austrete. Also schon so, ja gut, kümmer dich mal drum und sprech mal den Admin an, ich habe damit nichts mehr zu tun, genau. Ein Szenario, was ich noch ausgebaut hatte, das werde ich noch ein bisschen ausfeilen, ist Like Intersection User Identification, habe ich das genannt. Und zwar basiert es einfach darauf, auf Facebook sind alle Likes öffentlich, so prinzipiell.
Und das ist eigentlich ganz witzig, weil wenn das mit Gruppen funktioniert und Gruppen auf Facebook, also auf Xing mit diesen Gruppen und man kann rausfinden, welche Nutzer jetzt welchen Namen haben letztendlich, also welche Identität dahinter steckt, dann geht das auch mit Likes. Likes hat man im Normalfall viel mehr, weil einfach viele Seiten gefallen. Und man kann relativ einfach darauf zugreifen. Also warum jetzt nicht mal versuchen, genau sowas auf Likes anzuwenden, dass man sagt, okay, wir wollen mit einer Schnittmenge aus Likes rausfinden, wer ist ein Nutzer. Und wir wollen das von extern machen. Wir wollen einfach ein JavaScript auf unsere Internetseite einbinden, was vielleicht 2 Minuten braucht, wenn überhaupt, oder vielleicht 30 Sekunden und plötzlich sagt, übrigens, der Nutzer heißt Martin. Jetzt kannst du ihm sagen, hallo Martin. Und der Nutzer denkt sich, what the fuck, was soll das? Und das ist so die Idee vielleicht dahinter. Und da kann man aber auch nochmal drüber reden, einfach drüber quatschen und schauen, wie man das am besten umsetzt. Und jeder hat hier vielleicht ein anderes Wissen als ich. Ich komme aus einem anderen Bereich als alle anderen. Und deshalb, thanks people, zumindest von meiner Seite aus. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich auf meiner tollen HFG-E-Mail-Adresse anrufen. Und zwar, die auch nicht so ganz meine E-Mail-Adresse ist, aber die zufällig dann doch bei mir landet irgendwie. Und zwar ist das die E-Mail-Adresse von Professor Andreas Frank, das dann ich bin. Also so, ja. Schreibt auch einfach da dran, wenn ihr Bock habt. Ansonsten die Gruppe war, die Google-Gruppe war Structural Attack, einfach zusammengeschrieben. Und ansonsten wäre es das von meiner Seite. Ich denke, ich gebe ab. Entweder willst du noch was sagen? Nö, bist durch. Dann gebe ich ab an Michael Belitzky. Du wolltest, glaube ich, auch noch was erzählen. Ja, unter Umständen. Unter Umständen. Super. Danke. Ich weiß gar nicht, ob ich es brauche. Kann man das hier abhängen irgendwie? Fangen wir schon mal an, ich gucke das dann. Ja, ich wollte noch ganz schnell gucken, mir ist nämlich gerade was eingefallen und ich wollte das. Das ist der VI. Ah, ich habe den VI, okay. Uiuiui, ich habe den VI. Fangen wir mal ohne an, wenn es geht. Ich sorge den. Das ist nett. Ich fange ohne an, ich suche nur. Ah, jetzt ist mir das noch alles. Moment. Das wäre nett. Ja, haben wir doch. Zwei Sekunden bitte. Das ist so irre, wenn man hier den VGA-Kabel zieht, dann spinnt mein. Habe ich viele Bilder. So, jetzt geht's wieder. Also warum ich hier bin, wer ich bin, Michael Bielitzky. Ich leite hier den Fachbereich Medienkunst. Also ich komme wirklich vom Hause und erstmal möchte ich, also ich komme von sozusagen selber, bin sogenannte Medienkünstler, was immer es heißt. Das ist so ein fuzzy Begriff. Es ist so, dass ich hier seit 6 Jahren wirke und betreue Studenten, die sich in irgendwelcher Weise mit, im weitesten Sinne mit medialer Kunst beschäftigen, unter anderem auch diese Gruppe, die hier ist, Lasen, die wirklich sehr Aktuelles und Relevantes hier erzeugt, und man sieht, dass die Kunst nicht nur etwas Ästhetisches sein muss, sondern eben auch Inhalte hat, die relevant sind. Das sind sicher auch teilweise Inhalte, die euch bekannt vorkommen. Und ich stehe hier heute in so einer Art, fast eine Art, als ein Werbeperson, der also hier jetzt ein bisschen Staubsauger verkauft, indem ich irgendwie möchte ich auch diese Institution ein bisschen attraktiver vielleicht für manche von euch machen oder interessant zu machen, weil es ist tatsächlich so, dass heute der Begriff überhaupt der Kunst sich radikal ändert, gerade in dem Kontext der Anwendung der neuen Medien, neuen Technologien, und Kunst ist längst nicht mehr, das ist ja nett, Kunst ist längst nicht mehr nur Bilder malen, Skulpturen machen, eigentlich ist es fast schon ein Klischee, und wahrscheinlich, es sieht so aus, dass die interessantere Kunst spielt sich sowieso abseits des ganzen Kunstbetriebs und der ganzen, des ganzen
ja, Kunstkontextes und die interessanten Sachen passieren total außerhalb. Das sieht aber dunkel aus. Aber ist so, ne? Wie? Wird heller? Wir wollen optimistisch sein. Ich möchte, also ich, das ist wirklich jetzt eher so ein kaleidoskopischer Vortrag, eher so Punkte ansetzen. Ich werde jetzt nichts Großartiges erzählen im Einzelnen, weil es gibt natürlich so viele Themen, es gibt so viele Aspekte, dass ich das Interessante, was ich interessant und wichtig finde, ist, dass überhaupt dieser ganze Projekt, der hier in der Hochschule mit euch stattfindet, eine auf jeden Fall eine Bereicherung für uns und ich hoffe aber auch für euch ist, dass man eben nicht hier sozusagen als Gast die Räume nutzt und einfach die Infrastruktur, sondern dass man auch, dass es zu irgendeinem, dass ein Interface zwischen der Hochschule und sozusagen dieser Gruppe, die hier zu Gast ist, entsteht. Ich gucke nochmal Student Work. Ich wollte einfach spontan eine Arbeit, die eigentlich noch ich in Prag mit meinen Studenten. Ne, macht nichts. Wir sind tolerant heute. Was kann ich da? Heller, den Computer. Das glaubst du nicht wirklich, dass es hilft. Also das habe ich noch nie gehört. Das grenzt an Verarschung. Computer heller stellen, also. Und du denkst, das wird heller. Ja, ne, macht nichts. Ich brauche auch gar nicht zu zeigen. Ich kann vielleicht. Mir ist nämlich ein Projekt. Das ist komisch, dass ich es nicht sehe. Da geht es nämlich um Public und Private und zwar noch in Verbindung mit physischen und virtuellen Raum. Eigentlich eine interessante, ich kann es auch beschreiben, aber vielleicht finde ich es ganz schnell. Ihr seht, ich bin toll vorbereitet. Aber das kam mir erst hier durch diese Vorträge, die Idee, diese Arbeit, die dauert 1,5 Minuten, zu zeigen, so kontextuell einfach einen Beitrag zu leisten. Okay. Vielleicht aber. Okay, dann lasse ich es. Das ging darum, ich kann es beschreiben, das ist relativ eine, da hat ein Student von uns an einer Haltestelle, Straßenbahnhaltestelle, nachts einfach gegenüberliegenden Haus eine Kamera, eine Webkamera hingestellt und darunter eine große Projektion. Und das Ganze hat er ans Netz geschlossen und die Leute, die an der Haltestelle gerade auf die Straßenbahn gewartet haben, konnten plötzlich sich selbst sehen, dieses Abbild, mit dem Unterschied, dass da unter jedem ein Fensterchen war und dieses Fensterchen war auf angeschlossen, so dass die Leute in Echtzeit, die das beobachtet haben, Kommentare abgeben konnten. Die Leute haben sich sehr gewundert, weil sie überhaupt nicht die Zusammenhänge, das ist schon bestimmt 10 Jahre altes Projekt und da waren die Leute auch noch nicht so literat, also nicht so Medien oder die waren ganz perplex und konfus und konnten das, und da sagt eine zum Beispiel, hey du lass die alte Dame sitzen, warum bist du so unhöflich und so, und dann sieht man plötzlich, wie die Leute also etwas erstaunt sind und da ist eben diese Verbindung des Öffentlichen, also öffentlich und doch privat, ja, mit dem Virtuellen, ein, finde ich, ganz nettes Beispiel, wie man auch da sozusagen sehen kann, was das heißt überhaupt auch mit Hilfe der virtuellen Welt uns plötzlich nackt und öffentlich zu machen. Aber das war nur ein kleiner Exkurs. Ich wollte zurück zu dem Eigentlichen, dass
diese Hochschule wirklich, wenn man sie als Hochschule überhaupt bezeichnen kann, ist wirklich ein Playground für eine wirklich freie künstlerische Forschung, die immer wieder auch ins Theoretische geht, die ins Technische. Wir haben hier, wie ihr gesehen habt, da gerade an dieser Gruppe ganz unterschiedliche Individuen von völlig anderen Fächern, von Informatiken über Theorie, aber auch zu praktizieren. Und das macht eben das Potenzielle, das heißt wirklich völlig interdisziplinär, die freiwillig, ohne irgendwelchen Zwang, ohne dass sie dafür was bekommen, auch keinen Schein, nichts, kommen und einfach aufgrund dieses gemeinsamen Interesses und der Erkenntnis, dass es wichtig ist, einfach hinkommen. Das ist also eine indirekte auch Einladung an alle, die hier sitzen und vielleicht auch an andere, die nicht hier sitzen. Vielleicht kann man das auch nochmal so kommunizieren, sich irgendwie, wenn man in der Nähe hier ist, sich einzuklinken. Was kann ich noch sagen überhaupt? Ja, wir machen natürlich auch in diesem, also ich vertrete diesen postdigital, das wurde schon hier auch angedeutet, postdigitale Narrativität. Das hört sich so abstrakt an, ist es auch, weil postdigital heißt nachdigital. Also wenn wir schon ein neues Zeitalter des nach dem Digitalen hätten, das haben wir natürlich nicht. Aber was uns sicher interessiert, ist in dieser Welt der digitalisierten Kultur sich Gedanken zu machen, die sicher auch dazu führt, dass es gewisse Entfremdungsmomente erzeugt, wie man diese digitale Kultur in Anführungsstrichen humanisieren kann, was immer es heißt, und wie man einen humanisierenden Beitrag leisten kann. Also das ist auch ein großes Interesse und wir haben auch relativ junge auch Gaming-Abteilung, aber auch nicht Gaming im Sinne Shootings-Projekte, irgendwelche Killerspiele, sondern überhaupt den Begriff des Spiels zu so weit wie möglich zu erweitern, und zwar sowohl auf der theoretischen, aber auch auf der praktischen Ebene. Natürlich darunter fallen viele Begriffe wie zum Beispiel Serious Games, also das brauche ich, glaube ich, nicht zu erläutern. Das sind eben also Games, die sich mit soziopolitischen, die irgendwelche Themen haben, die etwas mehr serious sind, als jemanden abzuknallen. Ja. Aber auch das Abknallen ist in solchen Serious Games möglich, wenn es eine Daseinsberechtigung hat. Zum Beispiel, wir hatten hier so einen Studenten, oder wir haben den noch, so viel ich weiß, der unerwarteterweise sehr bekannt geworden ist durch ein Game, wo er einen nach 20 Jahren nach dem Mauerbau eine Grenze, der Grenze nachgebaut hat, und wo man eben entweder als Flüchtling oder als eben Soldat eine Rolle spielen konnte, und man konnte auch die Flüchtlinge beschießen, auch sie erschießen und so weiter, und man konnte dann aber überraschenderweise, dann wurde man teleportiert in die Präsenz und stand man dann plötzlich vor einem Gericht und musste dann sich dann für seine Taten verantworten. Darf ich da gerade einhaken? Bitte. Das ist von Jens Stober, der hat heute auch noch einen Vortrag. Ah, gut. 18:45 Gut. Das nennt man Kollaboration. Wieso habe ich keine Maus? Ah, da ist die. Ich habe das Gefühl, dass schon hier alles verschwunden ist. Ich lasse auch so, damit Sie ein bisschen, weil man spricht viel von Kunst, aber man, jetzt wird das auch so dunkel sein. Naja, also es ist echt dunkel, aber vielleicht kann man das eine Fenster hier... Synchronisiere ich? Was? Ich? Ich? Willst du nicht synchronisieren? Du bist sicher ein besserer Synchronisator als ich. Ja, die Maus ist eben da, wo man sie nicht sieht. Das geht hier. Detect this pattern. Turn on mirroring. Hat das was gebracht? Ja, cool. Man muss die richtigen Leute um sich haben. Und jetzt? Okay, also ich zeige hier einfach damit man auch, das sind jetzt natürlich mein Ego muss hier auch zu sein. Und jetzt natürlich schießt das nicht. Okay. Das hat auch einen Sound, natürlich, der Sound kommt jetzt. Ups, ich werde ein paar Mal schießen. Das ist aber komisch, die Auflösung ist trotzdem nicht richtig.
Moment, und bin ich über- und bin ich hier überhaupt online? Ich bin hier gar nicht online. Ja, das ist natürlich, Entschuldigung. Ich muss nur schauen. Ja, das ist natürlich, jetzt habe ich hier aber eine Auflösung. Aber ja, ich komme jetzt gar nicht auf die Auflösung. Also die kann man trotzdem hören. Also das geht hier nicht. Ja, hör mal, wo bin ich gelandet? Also das ist fast eine Sabotage. Wie viel? Das grenzt mit Sabotageabsichten. was war das? 1475 Hertz. 75, jawohl. Okay, und jetzt? Ja, confirm, ne? Und dann? Gut, sieht schon besser aus und ich schaue, ich bin doch online. Aber wieso, wenn ich schieße? Ja, das ist peinlich, weil da müsste sich, bin ich wirklich online? Ja, aber wieso ändern sich, da ist was in unserer Einstellung, das ist wirklich unangenehm, weil ich möchte ganz kurz zu diesem Projekt und vielleicht noch zu einem anderen sagen, normalerweise müsste, ja, das ist wirklich, da ist was, also da werde ich jetzt unseren Übeltäter, also es ist so, das hier heißt The Garden of, also damit ihr seht auch, wie man vielleicht künstlerische Projekte mit Daten, also mit Echtzeitdaten gestalten kann. Leider sind die Echtzeitdaten allerdings nicht da, muss ich ehrlich sagen. Naja, aber das ist ja keine Konserve, weil das hier, es sei die Börse ist, kann sein, dass der DAX verschwunden ist, völlig. Dann wäre es auf Null, ja. Also wenn das der Fall ist, dann habt ihr die neuesten Nachrichten von der, dann ist die gesamte Wirtschaft zusammengebrochen. Aber das glaube ich nicht. Das ist eher liegt an unserem Programmierer, mit dem ich heute schon einen tierischen Streit hatte. Und es wird wahrscheinlich einen zweiten geben. Aber 5 Minuten habe ich. Ja, das verstehe ich. Sonst könnte ich auch 5 Stunden hier stehen. Gut, ich mache es ganz kurz. Das heißt Garden of Error and Decay. Das ist eine relativ neue Arbeit. Ich habe mir erlaubt, diesen Genre Data-Driven Narratives zu nennen, also die Daten als ein narrative Element. Ihr seht hier jede Menge Animationen, das sind alles Ereignisse, die irgendwelche Katastrophen, Weltuntergänge, Naturkatastrophen, politische Desaster, also jegliche negative Ereignisse. Und wenn man dieses Schießeisen hier betätigt, zum Beispiel hier, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder verdoppelt man das Ereignis, ja, dann sieht man es 2-mal. Und manchmal aber, wenn man schießt, das ist wahrscheinlich aber jetzt nicht möglich, weil das, ja, jetzt verdoppeln wir, jetzt sozusagen verbreite ich mehr und mehr böse Ich als User, dadurch, dass ich verdoppele diese Desaster, verbreite ich mehr Negatives in der Welt. Normalerweise müsste es so gehen. Und wenn ich schieße, dann kommt auch dazu entsprechende Twitter-Feed, der sich direkt auf dieses Ereignis bezieht. Das ist so, dass alle diese 100, über 150 Szenen mit Keywords belegt sind. Und jedes Mal, wenn sie in Twitter auftauchen, werden sie in einen Zusammenhang durch den Schuss gebracht. Dazu kommt jetzt der 2. Aspekt der Datenbeeinflussung, nämlich wenn man schießt und man jetzt nicht verdoppelt, sondern die Ikone verschwindet, dann rettet man die Welt. Also man kann sie entweder retten oder man kann mehr Böses verbreiten. Also man hat das Gefühl, dass man etwas unter Kontrolle hat. Aber in der Realität, dieses Schießen bewirkt gar nichts. Eigentlich ist man machtlos. Dieses Schießen, dieser User ist eigentlich nur eine Art Metapher, diese Interaktivität. Denn in Realität ist es angeschlossen normalerweise auf den deutschen DAX-Index. Und wenn er gerade in dem Augenblick, wo man abdrückt, steigt, dann rettet man die Welt. Und wenn der runtergeht, dann verbreitet man mehr Böse. Mit anderen böse Sachen oder böse Ereignisse oder negative Ereignisse. Mit anderen Worten, man hat überhaupt keinen Einfluss. Dieses Schießen ist nutzlos. Ja, es ist eigentlich nur eine Feststellung, eine Machtlosigkeit. Und die eigentliche Ereignisse werden generiert in anderen Sphären, in diesem Fall ist es also DAX. Ich werde damit abschließen. Ich wollte nur ein Beispiel einer künstlerischen Beschäftigung mit Daten und ich hoffe, dass es auch eine Art Werbung für uns und für diese Gruppe und für den ganzen digitalen Medienbereich war und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.